Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin heute immer noch in Berlin und laufe durch den Spreewald. Heute nicht an der Spree entlang, sondern wahlweise mal durch den Wald. Ja, zeige ich gleich nach dem Intro. Ich bin jetzt schon gut 10 Minuten unterwegs und es läuft super. Heute Morgen wieder Morgenjogging angesagt. Läuft alles geil. Wenn man morgens früh aufstehen kann, geht das. Trick dabei ist, nicht so spät ins Bett. Ich war um 23.30 Uhr. Ist nicht so früh, aber auch nicht so spät. Naja. Ich laufe jetzt eine Stunde durch den Spreewald und dann gucke ich mal, wie weit ich sonst noch komme. Vielleicht ein bisschen länger. Mal sehen. Durch den Spreewald zu laufen, ist echt voll cool. Idyllisch und nichts los. Ja, keine Sau da unterwegs. Ob es tagsüber ist oder morgens früh, eigentlich ist hier immer leer. Relativ leer. Ein paar Leute trifft man natürlich, ist klar. Aber wenn ihr in Berlin seid, müsst ihr unbedingt mal hierher. Ist irgendwie geil. Man macht so diese Brandenburger Tor, Scheiße und Siegessäule und weiß der Teufel was, Alex. Aber eigentlich hier im Spreewald hast du echt deine Ruhe. Ist echt cool. Vielleicht sagt man an der Stelle, deswegen fahre ich ja nicht nach Berlin, um meine Ruhe zu haben. Aber wenn man ein bisschen länger hier ist, dann ist es vielleicht doch vonnöten. Also, ich laufe hier auf jeden Fall. Das macht Spaß. Und es gibt einfach ein bisschen den Ausgleich von der fiesen Stadt. Fies nicht negativ gemeint, sondern einfach nur viel Verkehr, viel los. Nach einer Dreiviertelstunde geht's mir noch gut. Alles cool. Ich bin ja fit und will es auch bleiben. Deswegen muss ich immer meine Sporteinheiten machen. Aber für jeden da draußen, der vielleicht nicht ganz so fit ist, gerade am Anfang ist oder vor dem Anfang, fangt einfach mal an. Tut es. Irgendwas. Irgendeine Kleinigkeit. Wenn es 10 Minuten sind, laufen, dass ihr aus der Puste seid. Wunderbar. Wunderbar. Dann macht ihr am nächsten Tag 11. Am nächsten Tag 12. Dann 15. Nochmal 3 Liegestütze dazu. Irgendwas Kleines. Fangt an mit dem Scheiß. Und dann ist so eine Stunde Jogging irgendwann nur Rahmenprogramm. Muss sein. An der Stelle muss ich einfach erzählen, dass ich, wie ich mit dem Sportvlog angefangen habe, also Sportvlog Nummer 1, da hatte ich gut knapp über 100 Kilo drauf. Das war auch nicht leicht. Da bin ich 6 Kilometer gelaufen, weil ich vorher schon einigermaßen sportlich aktiv war. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt. Da ist das so ein bisschen drin. Deswegen kann man 6 Kilometer laufen. Aber es war Hölle anstrengend und nicht schön. Mittlerweile bin ich auf knapp über 80. Das heißt, ich habe 19, 20 Kilo abgenommen durch den Sport. Bisschen Ernährung umgestellt am Anfang. Klar, aber dann später irgendwann hat sich das wieder normalisiert und dadurch, dass ich Sport mache, kann ich wieder futtern. Das ist ganz wichtig bei mir. Futtern, futtern. Aber ohne Sport geht's wieder los. Deswegen muss ich relativ häufig meine Stunde, Stunde 15 joggen oder das Boxtraining machen oder was auch immer. Ja. Wenn ich das gemacht habe, ist alles gut. Aber, wie gesagt, ich habe auch angefangen mit 100, 102 Kilo waren es ungefähr. Fuck, 102 scheiß Kilo. Bei meiner Mini-Größe. Ich bin nur 1,75. Soll eine Motivation sein, jetzt auch zu beginnen. Schuhe an, los geht's. Ich bin am Ende angekommen, wie das aussieht, wenn man aus dem Spreewald rausgeht.
Hier ist jetzt wieder Straße. Hier geht's wieder los. Es waren nur ein paar Schritte und schon ist wieder Verkehr ohne Ende. Das heißt aber auch, dass wir schon am Ende des heutigen Sportvlogs sind. Ich habe noch circa 5 Minuten. Dann bin ich da. Dann habe ich 1:10 hinter mir. Sau gut. Alles in Butter. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Macht auch Sport. Runter vom Couch. Von der Couch Sport machen. Ich freue mich auf den nächsten Sportvlog.